Hi Leute und willkommen zurück zu Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Es ist eine lange Zeit, seitdem ich wieder aufgenommen habe. So, wir haben die Story beendet und jetzt gibt es noch Nebenmissionen, wie zum Beispiel alle Freundschaftsherzen für verschiedene Charaktere einzusammeln und die verfluchten Puppen. Nur weiß ich gerade nicht, haben wir gerade einen Auftrag oder so? Wo sieht man das nochmal? Ereignis, Zusammenfassung, Mission bestätigen. Haben wir alles? Aufträge. Ach ja, Tontons Perlen müssen wir ja auch noch finden. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach. Dann gehen wir jetzt mal durch verschiedene Orten und überprüfen alles. So, Karte. Wir könnten go. Kann man sich hier. Ich bin gerade am Überlegen, wie mache ich das am besten? Konoha ist ja in der Mitte, also. Würde ich sagen, wir gehen erstmal hier rechts lang und dann gehen wir wieder zurück. Also, wir werden jetzt hier nicht. Manche Perlen haben wir ja schon so nebenbei mal gefunden, also nicht wundern. Da müsst ihr mal verschiedene Parts reinschauen. Aber ich weiß jetzt nicht, in welche Parts ich Tontons Perlen gefunden habe. Also, da kann ich euch jetzt nicht weiterhelfen. Die dürfen ja eigentlich hier nicht versteckt sein, oder? Kann ich mal sehen? Nee. Also Karte. Wir können. Ich bin voll den falschen Weg gegangen. Okay, dann gehen wir erstmal links. Wir sind hier, Konoha Wald, dann möchte ich erstmal Wald der leise Bewegung gehen. Ich glaube, der ist hier, oder? Kann man hier ein Schild lesen? Genau. Hier ist Data. Da ist bestimmt eine Falle. Jupp. Weiter geht's. Hier sind noch mehr Leute. Auch Sprengpilz. So. Können wir mal kurz hier ins Versteck. Warte mal, da war was. Ach so, nee, eine Pflanze. Da. Hä? Wie soll ich denn da hochkommen? Ach so, wollte ich schon sagen. Gehen wir jetzt mal kurz in Akatsukis Versteck rein. Geht das überhaupt? Nee.
können nicht ins Versteck rein. Hä? Kann man da wirklich nicht rein? Nee. Karte nochmal. Das heißt, wir waren hier, hier. Das mache ich auf dem Rückweg. Das heißt, erstmal zum Ushia-Versteck. Ja, es gibt gerade nicht viel zu erzählen, wenn ich ehrlich bin, auch bei mir nicht. Also ich kann jetzt auch nicht wirklich viel sagen. Ja, wir suchen ja die Perlen, ne? Was soll ich da großartig sagen? So. Ich wollte ja eigentlich zum Ushia-Verstecker. Wie kommt man da nochmal hin? Ach, hier lang, glaube ich, oder? Tenshi-Brücke? Bin ich gerade hohl oder so? Mal gucken. Hier kann man doch irgendwie zum bei der Tenshi-Brücke. Das ist. Rote Bohne brauche ich nicht. Sind wir bei der Tenshi-Brücke? Ich muss mal nachher gucken, wie wir da hinkommen. Ah, hier lang, glaube ich, ne? Ushia Versteck. Hat da was geblinkt? Ne. Wie es aussieht, gibt es hier keine Perlen, aber dann können wir mal hier diese Krüge ausleeren. Altes Kunai. Legendäres Kunai. Qualitätstinte. So, okay. Hier gibt es keine Perlen. Können wir das Versteck nochmal ansehen? Ziemlich zerstört. Okay, nicht wirklich, aber ja, es geht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man sich hier irgendwie so Schriftrollen kaufen kann und sich hin und her teleportieren kann zum anderen Ort. Das weiß ich echt nicht. Müsste ich jetzt auch nachgucken, wenn ich ehrlich bin. Darauf habe ich keinen Bock, bin zu faul.
eigentlich los? Ja, was ist das für ein Zeichen da? Ein anderes Mal. Ich glaube, wir sind jetzt auf dem Weg nach Suna, ne? Ja. Hier sehen wir Sai und Yamato. Weltkarte, hier sind wir. Obwohl, wir gehen doch gleich nochmal nach Amagakure. Aber wir gehen erstmal ins Versteck von Dings rein, Orochimaru. Und man kann ja nie wissen, vielleicht ist ja hier eine Perle. Glaube ich zwar nicht, hoffe ich auch nicht. Aber man weiß ja nie. Nope. Ich glaube zwar nicht, dass hier was drin ist, aber wie gesagt, man weiß ja nie. Hier scheint auch nichts zu sein. Ich glaube, dieser Pfad ist auch ein bisschen langweilig für euch, weil wir schauen uns ja hier eigentlich nur um und suchen die Perlen. Ich könnte das auch so machen, ich stoppe jedes Mal, wenn ich eine Perle gefunden habe, aber ich weiß nicht. Ich wollte das jetzt mal so machen. Ich habe mir gestern die ganze Reihe Saw gekauft, so nebenbei. Ja, ich habe mir die ganze Reihe Saw gekauft und ich fand das ziemlich günstig. Es war auf 28 Pound runtergesetzt, war vorher 40 und ich so, da musst du zugreifen. Okay, hier ist keine Perle.
Okay, man kann ja nicht alles haben. Ja, hier sieht man auch, wer war hier? Kabuto und Orochimaru, ne? Und Sasuke. Aber wenn ich gegen die verfluchten Puppen kämpfe, dann werde ich das so machen. Ich suche die offscreen und wenn ich die gefunden habe, kämpfen wir die, zeige ich es und dann immer so weiter. Aber das wäre wirklich zu lange. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel verlorene verfluchten Puppen hier es gibt. Ja, jeder Charakter eigentlich, den es im Spiel gibt. So, also können wir uns doch auf den Weg machen zu Amagakure. Ich glaube, der Typ teleportiert uns dahin oder so, keine Ahnung. Ich glaube, nächstes Jahr soll doch auch Naruto. Heißt das immer noch Ultimate Ninja Storm? Gab schon Naruto Ultimate Ninja Storm 3 holen. Ich warte jetzt nur noch auf ein Erscheinungsdatum und wahrscheinlich gehe ich es mir auch vorbestellen. So, nach Amagakure, bitteschön. Irgendwie finde ich Amagakure schön, obwohl es immer regnet. Ich mag auch den Zaum vom Regen, besonders wenn es in der Nacht so ist, da kann man schön einschlafen. Da. Kann man hier irgendwie raus? Nee, ne? Mal gucken, greift die Mieze den Adler an? Ach nee, die hat geschlafen. Ach so, sorry. Sah gerade so aus, diese Katzenstellung, wenn die dann davor sind, ihre Beute anzugreifen oder so. Deswegen habe ich gedacht, dass die Miese den Adler angreift. So, in Amagakure haben wir die Perle abgeholt und jetzt müssen wir nur nach Suna und bei Konoha da auf der Weltkarte die rechte Seite durchsuchen.
Hey, geh ich doch wieder rein. Wieso bin ich jetzt wieder in Orochimarus versteckt? Verstehe ich selbst nicht. Bin ich den falschen Weg zurückgegangen? Ja, wahrscheinlich. So, zu nah geradeaus. So, ist hier was? Nee. Wunder. Doch, da. Das sind Megara und Kabuto. Ja, die können wir uns anhören. Ich drück das jetzt einfach weg. Gesagt. Der hat eine Mission. Nee, hier kann man nur Essen und so kaufen.
Und ist hier eine Perle? Jupp. Gehe ich doch mal kurz im Laden rein und gucken, ob es wirklich so eine Teleportionsschriftrolle gibt. Weil dann könnte ich mich zurück nach Konoha teleportieren. Gucken wir mal 10, ne? 11. Kann ich mich einfach so teleportieren oder muss ich zum Speicherstand? Mal gucken. Trainingsplatz könnten wir uns teleportieren. Ach so. Sakura hat eine Mission. Dann gehen wir erstmal hier rein. Man hier rein? Nö. Hey, das ist eine Schlange. So, mal gucken. Was? Hier ist keine Perle doch da.
Ach nee, wieder so ein großes Versteck. Aber diesmal werde ich hier nicht die Sachen erkunden, also die verschiedenen Räume. Ich gehe jetzt einfach mal direkt ins Versteck rein. Wie es aussieht. Mir fehlen zwei Perlen. Ich glaube, die befinden sich aber in Konoha. Hoffe ich zumindest. Müsste ja eigentlich, weil ich habe doch alles erkundigt. Also Weltkarte. Wir waren überall. Nee, wir waren nicht überall. Myobukuberg, da waren wir nicht. Keine Schriftrolle? Schriftrolle rede ich. Perlen. Hallo? Also hier könnt ihr, glaube ich, entweder ihr müsst hier, nee. Ich glaube, wenn ihr mit den Ältesten spricht, könnt ihr euch Naruto in Hokage-Modus freischalten. Nicht Modus, aber wo er so Hokage-Kleidung anhat. Müsst ihr mit denen hier reden, glaube ich. So, hier ist keine Perle, also. Es muss ein Konoha sein. Ich war doch überall. Ich glaube, es kann sich nur in Konoha irgendwo verstecken. Man. Oder? Ich kann ihn mal ansprechen. Okay, zwei fehlen uns noch. Ich hoffe, die sind hier versteckt. Sonst müsste ich noch einmal rumgehen. Und auf sowas habe ich persönlich keinen Bock, ehrlich. Eine. Gehst mal hier lang. Hier geht man doch, geht man hier zum Hokage?
Nee. Keine Perle. Geh ich mal hier hin. Aha, so. Ey, ich find's scheiße, ich kann hier die Kamera nicht drehen. So, die letzte Perle. Puh. Wir haben's geschafft, Leute. Oh, mein Akku ist fast leer. Hier, die letzten zwei Perlen. Wow, also wir haben alle Perlen, lässt hier strecken. Wir haben einen Auftrag erledigt und ich würde sagen, ich beende hier den Part und im nächsten Part kämpfen wir gegen alle verfluchten Puppen. Also macht euch bereit. Bis dann. Tschüssi.